Ja, Leute, wie ihr das gerade gesehen habt, wir wurden zum Soft Opening von Kicks Hamburg eingeladen. Die machen das ganz nach dem Motto Never Not Ballin'. Die haben nämlich ihren Store renoviert und umgestaltet. Es gab schon mal einen Kicks Store an der Mönckebergstraße, beziehungsweise in einer Nebenstraße von der Mönckebergstraße. Und der wurde aber jetzt renoviert und wir sind dazu eingeladen und mich interessiert, also ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich würde sagen, wir machen uns mal schnell auf den Weg, denn wir wollen ja keine Zeit verlieren. Okay, stopp. So stressig ist es nicht. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Aber gleich geht's stressig weiter. Ich gucke noch ein paar YouTube-Videos und dann fahren wir irgendwann so gegen 16 Uhr mal los. Leute, ich bin jetzt auch im Auto. Alex hat mich gerade abgeholt und ja, Alex, hast du schon gesagt, wo wir hinfahren? Ja, ne? Ja, ich habe gesagt, wo wir hinfahren und was das ist und wieso und warum und weshalb. Aber noch nicht, dass wir los sind. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall schon auf dem Weg dahin. Wir treffen gleich nochmal Leon. Keine Ahnung, müssen irgendwas noch mit Leon erledigen. Und danach sind wir dann eigentlich schon bei Kicks und dort werden wir uns dann gleich wieder treffen. Vielleicht könnt ihr gleich nochmal Leon sehen. Shoutout an alle unsere OG-Zuschauer, die ihn schon im Sommer kannten. Und ja, bis gleich. Leute, wir stehen jetzt hier im Stau. Ist natürlich nicht so nice. Party. Ich bin natürlich auch am Start. Echt? Du? Gibt's dich noch? Wer ist das denn? Kurz mal ein Sneak Peek. Ich habe hier Alex Geburtstagsgeschenk. Der hatte ja vor einiger Zeit Geburtstag. Alex fährt noch, aber hier habt ihr spezielles Material, was ihr auch anschauen könnt. Wisst es vor, na, wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst es an sich vor mir. Ja, an sich vor Alex. Live. Seht ihr das? Sein Geschenk. Wir geben jetzt Alex sein Geschenk. Mach mal kurz meine Adresse weg, denn man kann die sehen. Ja, von dem anderen Typ musst du die auch nicht geben. Warte. Ich glaube einfach den Karton. Nicht der Paketübergeber? Nee, du bist erstmal der Film. Oh, neuer Job, Kameramann. Ich sag schon mal vorab, wenn es mir nicht gefällt, dann landet das Geschenk direkt im Wasser. Im geilen Hafen City Fluss. Okay. Alter, mir ist kalt. Wenn die Aufnahme ein bisschen verwackeln, ne? Paketchen. Ihr wisst, woran es liegt. Das ist so Supreme Pity, ihr wisst ja, was das ist. Oh. Oh, jetzt habe ich eine Trinkflasche für die. Ja, die ist echt geil. Leute, weil Alex immer Migräne hat und immer heult, dass er nichts zu trinken hat. Dankeschön, du. Oh, echte Liebe. Ja, also. Zunge, wie jetzt zittert. Ich habe zwar meistens was zu trinken mit, aber jetzt habe ich eine geile Flasche, die ich auffüllen kann. Vielen Dank dafür, du. Ich pack's ins Auto. Leute, man muss ja auch ein bisschen großzügig im Leben sein. Man verdient ja nicht Geld, um es einfach liegen zu lassen, sondern um was Gutes für die Menschheit zu tun. Willst du eine Jacke, Olli? Ja, ich nehme die mit. Alter, die Aufnahmen sind echt ein bisschen verwackelt, würde ich mal sagen. Fliegen wir hin? So, Junge. Ich übernehme die Kamera, denn wir haben hier einen absoluten Wackelzahn.
Leute, meine Schuhe of the day. Bam. Meine und Schuhe of the day. Und Alex hat die Bread Toes an und Olli hat seine Pirate Black an. Die... drei Paare, eins Off-White. Ein paar Off-Whites, die wir gerade noch mit uns herumschleppen. Leute, letzter Tausch, was für letzter Tausch, aber letzter Cut oder eben, wo ihr noch dabei wart, war genau an der gleichen Stelle, es sind 10 Minuten vergangen. Alex hat sich von uns getrennt, er trifft sich jetzt mit Leon und wir mussten nochmal zurückgehen zum Auto, weil ich mein Handy vergessen habe. Das heißt, unser Zeitkalender ist doch recht knapp und haben jetzt Alex verloren. Leute, auf dem Weg hierhin mussten wir irgendwie 5-mal an der Ampel anhalten. Wie auch immer, Keks ist da vorne hinter der Kirche. Also man geht da längs und dann... Warte, man sieht sogar. Ja. Hamburg never not ballin'. Da gehen wir hin. Und ich denke mal, dass das Video morgen oder... ja, es wird heute oder morgen schon ankommen. Und, oh, lecker. Lecker. Wie auch immer, morgen wird es ein paar Raffles geben. Und zwar kommen da Brad Toe raus, Game Royal, Gold Toe, glaube ich. Alter. Und noch ein Special Jordan, wo sie das noch nicht verraten haben, was da genau eigentlich rauskommt. Aber wenn ihr morgen da seid, checkt auf jeden Fall Keks ab, dort wird es einen Raffle geben. Das heißt, falls ihr die Bread Toe nicht bekommen habt, dann ist es eure Chance, da morgen nochmal welche abzugreifen. Das Objekt unserer Begierde. In Hamburg, die Straße weiß ich gerade nicht, aber neben der Bänkebergstraße, also sehr, sehr zentral. Checken wir gleich ab, schauen, was da geht. Wer da so drinne ist und wie der neue Laden aussieht. Also Keks gab es ja schon mal in Hamburg, aber das ist jetzt ein Reopening. Das heißt, alles wird neu gemacht, alles ist besser. Eindruck vom Store. Also meiner Meinung nach ist er mega fresh. Sieht mittlerweile aus wie eine Boutique. Ich weiß nicht, ob ihr den Keks von vorher kann oder noch kennt. Wir haben ja mal ein Video gemacht, die besten Stores aus Hamburg. Da war auch Keks drin. Das könnten wir eigentlich mal ein bisschen refreshen. Auf jeden Fall, da war Keks noch mega dunkel und war nicht so geil. Aber mittlerweile ist echt richtig fresh geworden. Und damals war Keks schon so laut, dass man immer brüllen musste bei Videos machen. Und jetzt immer noch. Keine Skills.
Aber guckt euch das an. Okay, nach kurzer Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Oh. Ihr solltet es aufgeben im Basketball. Leute, man kann sich ein T-Shirt davon aussuchen und so einen Print drauf machen. Jetzt hat man die Qual der Wahl und ich habe keine Ahnung, welches ich drauf machen soll. Ihr könnt auch mehrere drauf machen. Welches? Das Never Not Ballin, aber dann. Genau das gleiche, oder? Nee, das weißt du? Ja, das kleine. Leute, das Event ist jetzt auch schon wieder fertig. Wir haben da einige coole Leute kennengelernt kennengelernt und wieder getroffen. Shoutout an dieser Stelle an Escape, aka Niklas, falls du das Video siehst. Up Red, ich das eh nicht sehen. Ja. wen habe ich noch getroffen? Viele Kicks-Mitarbeiter haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und auch Every Size, also der Gründer von Every Size. Also, Sneaker Freaker. Also echt sehr, sehr korrekte Menschen. Die neuen Kicks-Mitarbeiter sind auch sehr, sehr korrekt. Schaut auf jeden Fall mal bei der Eröffnung vorbei. Die ist am Freitag. Dazu weiß ich gerade gar nicht. Und am Samstag. Und es wird halt, wie gesagt, ein paar Raffles geben für Schuhe, die eigentlich schon sold out sind, aber die kommen halt jetzt nochmal wieder. Das heißt, ihr habt nochmal die Chance, richtig, richtig geile Schuhe zu kaufen. Beispielsweise den Brad Toe, den Tinker Hatfield, der kommt am Samstag raus. Der Free Dunk Contest, also Free Line Dunk Contest, also der Jordan 3er White Cement, der kommt auch nochmal raus. Also es kommen sehr, sehr, sehr schöne Schuhe wieder raus. Das heißt, checkt auf jeden Fall mal den Laden morgen und übermorgen ab. Also Freitag und Samstag. 23. ist Freitag. Ja genau, 23. und 24. Heute ist der Donnerstag, der 22. War eher so eine geschlossene Runde. Wie auch immer, danke, dass ihr zugeschaut habt und see you guys, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, ne? Genau, genau. ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der kleine Vlog. Könnt ihr mal gerne schreiben, ob wir überhaupt Vlogs mal öfters machen sollen, weil an sich bockt es so einfach chillig ein bisschen was zu labern und das zu filmen, was man eben so macht. Nur das Problem ist, dass wir nicht so oft irgendwo eingeladen sind. Ja, aber einfach so, einfach vielleicht mal in der Stadt chillen oder so. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr morgen da wart, beziehungsweise ich weiß nicht, wann das Video online ob kommt. Ob ihr Freitag oder Samstag da wart, ob ihr da mit irgendwelchen Leuten gechillt habt. Genau. Und nächstes Video wird dann wahrscheinlich ein Campout-Vlog sein, oder der nächste Vlog wird ein Campout-Vlog sein, da ja auch am Samstag der Sean Wotherspoon rauskommt, für den werden wir campen. Und ja Leute, das war's mit der Abmoderation. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Ciao.